Alter, was geht ab, Leute, Homie? Es wurde eine neue Version von Pokémon Go angekündigt und es gibt ein paar offizielle Neuigkeiten und dann natürlich wieder ein paar inoffizielle, die durch das APK-Mine gefunden wurden. Also erstmal die offiziellen. Da gibt es als erstes was persönlich für mich sehr interessantes und zwar eine Shiny-Suchfunktion. Das gab es bisher nicht und in den Livestreams werde ich öfters gefragt, Hong, zeig mal alle deine Shinies und so. Problem, ich konnte die nicht auf einmal zeigen, nicht einfach Shiny eingeben und dann wurden alle angezeigt, sondern musste ich alle nacheinander durchgehen. Carpador, Pikachu, Sharpet und so weiter. Und jetzt geht's. Also mich persönlich freut das. Dann gibt es sowas wie überarbeitete Neuigkeiten. Die Energiebalken sehen anders aus. Geräteunterstützung, das ist sehr interessant. Und zwar, ihr wisst es, mein iPhone 5 wird demnächst nicht mehr funktionieren. Und zwar kann es kein iOS 11 installieren. Und da steht's, dass dann Geräte, die nicht iOS 11 installieren können, das Spiel gar nicht erst starten können. Wir werden es dann sehen, wenn das Update live ist, wenn es aktiv ist, ob ich mit meinem alten Handy dann noch ins Spiel reinkomme. Wenn nicht, dann müssen wir schauen, wie wir das mit den Livestreams machen. Das ist echt sehr schade. Dann wurden ein paar Sachen zu Deoxys gefunden und Formio. Ich weiß gerade nicht, was Formio überhaupt ist, aber Deoxys auf jeden Fall. Dann etwas zur Standortspeicherung, was eine Maßnahme gegen Spoofen sein könnte. Ich schaue da dann Alex. Mal schauen, wie er es dann machen wird. Und dann das Wichtigste. Quests, Missionen, Herausforderungen, wie man es nennen will. Und zwar, eine ganze Menge dazu wurde gefunden. Ihr müsst bedenken, nur weil es gefunden ist, heißt es nicht, dass es demnächst kommen wird. Es kann echt eine Weile dauern. Aber es ist interessant, zu sehen, dass die überhaupt dran denken. Und dass es halt jetzt irgendwann mal kommen wird. Weil danach wurde schon seit Jahren gefragt. Okay, nicht Jahren, aber seit einem Jahr ungefähr, auf jeden Fall schon. Man kann schon sagen, seit sehr langer Zeit wurde danach gefragt. Es gibt ein paar interessante Sachen. Es gibt eine Story-Quest, eine Challenge-Quest. Dann gibt es hier ein paar verschiedene Sachen. Catch Pokémon, Spin Pokestop ist so ähnlich wie der erste Fang und der erste Dreh. Hatch Egg, Walk Body, Feed Pokémon. Da gibt es dann bestimmt so Zahlen, die man erreichen muss. Keine Ahnung, Walk Body 10 Kilometer oder so, was weiß ich. Obwohl 10 schon eigentlich eine Menge ist. Feed Pokémon 20 oder so, was weiß ich. Win Gym Battle 500, ne, schon war's. Wahrscheinlich 5 oder so. 10, was weiß ich. Complete Raid Battle, okay. Level Up Badge. Level Up Badge bei mir wahrscheinlich nicht mehr möglich. Und dafür kriegt man wahrscheinlich irgendwelche Geschenke, Rewards. Ansonsten wahrscheinlich auch nach Level sortiert, also nicht jeder kriegt dieselbe Quest. Zum Beispiel ein Level 20er wahrscheinlich nicht dieselbe wie Level 35er oder so. Das könnt ihr euch alles in Ruhe durchlesen. Momentan gibt es halt echt noch nicht viel dazu. Man kann bisher halt nur spekulieren. Aber ich find's cool. Wie gesagt, die Community hat lange danach gefragt und jetzt hoffentlich demnächst wird es kommen. Schreibt unten rein, was ihr von Quests haltet, Missionen. Freut ihr euch drauf? Was wollt ihr sehen? Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und natürlich auf die Shiny-Suchfunktion. Jetzt ist nur leidend das mit dem iOS 11. Ich habe echt keine Ahnung, wie wir das mit den Streams machen wollen. Aber das war's von mir. Nur ein paar Neuigkeiten vom neuen Update, das bald rauskommen wird. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.